Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema den Virus auf der Spur. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Ich werde Sie durch die nächste Stunde führen. Und zum Seminarthema muss ich eigentlich nicht viel sagen. Der Titel ist schon selbsterklärend. Wir werden uns in der nächsten Stunde für den einen oder anderen vielleicht erneut mit dem Thema Covid-19 beschäftigen. Es wird nicht um den Erreger per se gehen, sondern um den nächsten Schritt, der ja auch medial momentan durch die Presse geht, das Impfen gegen Corona. Und die Frage, was kann auch ein Unternehmen konkret machen und was bedeutet das für die Unternehmen? Da wir nicht alles selber können, haben wir uns Expertise mit ins Haus geholt. Dr. Fenske vom Helios Klinikum in Erfurt und Dr. Schröder von der Allianz Deutschland sind zwei Spezialisten, die sich intensiv mit dem Thema befasst haben und können aufzeigen, welche Strategien hinsichtlich Corona genutzt werden können von den Unternehmen, damit sie mit ihrer Belegschaft so gut wie möglich durch diese Krise kommen. Wir möchten Ihnen auch die Gelegenheit natürlich geben, Fragen zu stellen. Nutzen Sie bitte die Chat-Funktion reichlich. Wir werden Ihre Fragen weitergeben. Nach den jeweiligen Themenblöcken wird dann Zeit sein, den jeweiligen Referenten die Fragen zu stellen und diese werden dann direkt beantwortet. Zu unserem Referenten, Dr. Dominik Fenske, den ich begrüßen darf, leitender Apotheker des Helios Klinikum Erfurt. Er ist unter anderem für den Einkauf der Medikamente und die Kundenberatung und Betreuung verantwortlich. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche, hat ein breit gefächertes Marktwissen und ist Pharmazeut der Universität Bonn. Als zweiten Sprecher darf ich begrüßen Dr. Berthold Schröder. Er ist Facharzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin, seit 1998 für die Allianz Deutschland tätig und ist leitender Betriebsarzt der Allianz. Mit seinem Team aus ungefähr 30 Ärztinnen und Ärzten kümmert er sich um das Thema Gesundheit im Unternehmen, betriebliches Gesundheitsmanagement und die Sozialberatung. In den 15 Standorten der Allianz verfolgt das Team das Ziel, die Gesundheit der Mitarbeiter durch Präventionsangebote aufrechtzuerhalten und zu verbessern und ist Humanmediziner, studiert an der Universität Jena. Zwei Sätze noch zu mir. Mein Name ist Daniel Heinwurth. Ich bin Gruppenleiter Group Lead Global Clients bei E.ON im Bereich Health Solutions. Ich verantworte das Segment der Konzern- und internationalen Kunden. Selbst ungefähr 20 Jahre in der Versicherungsbranche tätig, 20 Jahre davon im Bereich Health and Benefits und betriebliche Altersversorgung. Gelernter Betriebswirt aus Hannover. Ich habe das Vergnügen, Sie durch das Programm führen zu dürfen und mit dem Motto, wie kommt man gesund aus der Krise heraus? Wir haben uns in den letzten Wochen bei E.ON sehr intensiv mit dem Thema Resilienz befasst. Dazu gab es auch schon mehrere Webinare und das Thema hat gerade in der letzten Zeit Bedeutung gewonnen. Und auch die Lücken in den Unternehmen aufgezeigt, was das Gesundheitsmanagement und auch die Resilienz von Arbeitnehmern angeht. Was passiert also, wenn wir mit diesen Krisen konfrontiert werden? Und die Resilienz aus unserem Wellbeing-Ansatz basiert erstmal auf fünf Säulen. Die fünf Säulen des Wellbeing sehen Sie in dem Kreismodell, das finanzielle, das psychische, das berufliche, das emotionale und das soziale Wellbeing als diese fünf Eckpfeiler, auf die sich auch die Resilienz stützt. Und das Ganze ist auch sehr eng mit dem Unternehmenserfolg verbunden, weil praktisch die Summe der Resilienz der Einzelpersonen gleichzeitig auch die Resilienz des Unternehmens aufzeigt oder vorgibt. Im letzten Schritt steht natürlich das Covid-19-Virus die negative Beeinflussung des Unternehmenserfolgs, des Wellbeings und natürlich dann auch zu guter Letzt der Resilienz der Arbeitnehmer, der Mitarbeitenden in den Unternehmen.
Da müssen Sie sich als Arbeitgeber wappnen und gut rüsten können. Es ist unser Ziel, ein wenig mehr Licht in das Thema reinzubringen, in das Thema Covid-Impfung reinzubringen und aufzuzeigen, welche Maßnahmen Sie als Organisation ergreifen können, um eine übergeordnete Resilienzstrategie mit Fokus auf Covid-19 aufzubauen. Ich möchte ganz gerne übergeben an Dr. Fenske, Ihr Teil. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte Ihnen ein bisschen was zu den Hintergründen der gegen das Coronavirus eingesetzten Impfstoffe berichten. Einfach mit dem Ziel, dass ein gewisses Vertrauen auch in diese Präparate zu erzeugen, was man, denke ich, guten Gewissens auch haben kann. Also was sollte man wissen zu den Impfstoffen? Nächste Folie bitte. Für jedes Arzneimittel und natürlich auch für einen solchen Impfstoff gegen Corona gilt natürlich, dass er einen ganz normalen Zulassungsprozess durchlaufen muss. Und der ist auf der kommenden Folie skizziert. Sie sehen verschiedene Abschnitte, die sich mit der pharmazeutischen Qualität, der vorklinischen Untersuchung, der sogenannten Phase 1, Phase 2 Studien beschäftigen. Das sind die Studien, wo das alles erstmals auch am Menschen in kleinen Gruppen eingesetzt wird. Und am Ende des Tages stehen die großen Phase 3 Zulassungsstudien, in denen wirklich die Wirksamkeit eines Arzneimittels und mögliche Nebenwirkungen an größeren Patientengruppen untersucht werden. Und auf dem linken Teil der Folie ist dargestellt, dass diese einzelnen Phasen üblicherweise sozusagen sequenziell hintereinander ablaufen, was natürlich sehr viel Zeit braucht. Und die Besonderheit jetzt hier bei allen Impfstoffen, die gegen das Coronavirus schützen sollen, ist, dass man versucht hat, diese verschiedenen Segmente zeitlich wesentlich enger aufeinander abzustimmen und wesentlich besser miteinander zu verzahnen und auf diese Art und Weise eben den Prozess ganz massiv zu beschleunigen. Das gelingt, indem die produzierende pharmazeutische Industrie mit den Zulassungsbehörden sehr eng zusammenarbeitet und Ergebnisse schon an die Zulassungsbehörden berichtet, bevor sozusagen das schon berichtet ist dorthin, und gleichzeitig wird dann der nächste Schritt gestartet. Das hat man in der Vergangenheit nicht gemacht. Da wurde sozusagen alles abgeschlossen und dann ein großer Lastwagen nach Brüssel gefahren zur Begutachtung. Dieser ständige Austausch zwischen Industrie und Behörde hat auch noch einen schönen neuen Namen bekommen, das sogenannte Rolling Review. Dient eben dazu, den Prozess massiv zu beschleunigen. Die Kernaussage ist, keine der üblichen Prozess- und Prüfungsschritte wurde übersprungen, ausgelassen oder sonst irgendwie verkürzt, um hier schnell einen Impfstoff auf Kosten der Sicherheit auf den Markt zu bringen. Das ist keinesfalls der so gewesen. Auch die Studiengröße in den Phase-3-Studien war eher größer, als wir es sonst von anderen Impfstoffen kennen. Aber das als einleitender Satz gilt für alle Impfstoffe, die in der Europäischen Union zugelassen sind. Im Folgenden möchte ich dann ein bisschen berichten, wie denn eigentlich der Wirkmechanismus dieser Impfstoffe ist. Und beginnen möchte ich mit diesen mRNA-basierten Impfstoffen, einfach weil die diejenigen sind, die ja auch als erste zugelassen werden. Den Namen haben diese Impfstoffe von einem Stück Messenger-RNA, mRNA, dieser Botenstoff-RNA, die eingebracht wird in die Zelle. Es wird, das gilt auch für alle Impfstoffe, immer ein Botenstoff-RNA-Stück genommen, was für das Spike-Protein kodiert. Das sind diese Proteine, die außen auf der Hülle des Coronavirus sind. Die sind extrem wichtig für diesen Virus, weil sie das Anheften des Virus an seine Zielzelle ermöglichen und sie sind sehr typisch für dieses Virus. Und man hat also die Erbinformation genommen für dieses Spike-Protein und hat sie eingepackt in einen winzig kleinen Lipid-Nanopartikel. Und dieser Lipid-Nanopartikel ist für das Funktionieren dieses mRNA-Wirkstoffs mindestens genauso wichtig wie das Stück mRNA selbst, denn er hat die Eigenschaft, dass er mit der Zellmembran verschmelzen kann und auf diese Art und Weise die mRNA in das Zytoplasma der Zelle hineintransportiert, wo dann mit der mRNA genau das passiert, was immer mit mRNA passiert, wenn sie im Zellplasma ist. Sie wird übersetzt, translatiert in ein Protein, eben hier in das Spike-Protein des Virus. Dieses Spike-Protein wird auf der Zelloberfläche der Zelle dargestellt. Das sind diese Antennen unter Punkt 4, die Sie erkennen können.
Und dort werden diese viralen Proteine vom Immunsystem erkannt. Und das führt dann eben dazu, dass das Immunsystem zum einen in die Antikörperproduktion einsteigt, aber auch bestimmte Zellen der sozusagen sogenannten zytotoxischen Zellabwehr gebildet werden, diese zytotoxischen T-Zellen, die infizierte Zellen abräumen können, und B-Zellen, das sind die Erinnerungszellen, die das Immunsystem sozusagen, ja, der Speicher des Immunsystems, der sich merkt, welcher Virus da gerade gewesen ist. Also das läuft die komplette Immunabwehr an, wenn wir mit diesen mRNA-Impfstoffen impfen. In vielen Dingen ähnlich, aber doch nicht gleich, sind die sogenannten Vektorimpfstoffe. Ähnlich in dem Sinne, dass auch hier ein Stück Erbinformation des Coronavirus genommen wurde, wieder das für das Spike-Protein, und das wurde jetzt hier eingebracht in die Erbinformation eines anderen harmlosen Virus. In diesem Falle von Adenoviren, das sind Viren, die normalerweise bei Menschen einfach nur Schnupfen machen. Und Viren können ja nicht viel. Aber sie können eines besonders gut, sie können ihre Erbinformation in eine andere Zelle einbringen und nutzen dann den Proteinproduktionsmechanismus der Zelle für ihre Zwecke sozusagen aus, und die Zelle wird geändert und produziert das virale Protein. Und genau das passiert auch hier, wenn wir diese RNA des Coronavirus in das Adenovirus einbringen, dann entert es die Zelle, setzt die Erbinformation in der Zelle frei, es laufen verschiedene Prozesse an, die am Ende des Tages wieder dazu führen, dass das Spike-Protein des Coronavirus auf der Zelloberfläche der menschlichen Zelle dargestellt wird und dann dort vom Immunsystem erkannt werden kann. Eine dritte Möglichkeit, die jetzt hier nicht dargestellt ist, weil hier in Europa noch nicht zugelassen ist, ist es gleich, den Impfstoff mit Proteinen oder Proteinbruchstücken des Coronavirus zu impfen. Im Augenblick haben wir diese beiden Möglichkeiten tatsächlich klinisch zur Verfügung. Weiter bitte. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein bisschen über die Schutzwirkung der Impfstoffe erzählen. Ich habe mit dem Comirnaty angefangen, weil das derjenige ist, der uns in Deutschland ja am meisten betrifft, sozusagen. Die meisten Patienten bekommen aktuell diesen Impfstoff. Sie haben wahrscheinlich schon vor Weihnachten in der Presse gelesen, der Impfstoff schützt zu 95% vor Corona. Und worauf geht das zurück? Das sind die Daten der sogenannten Phase 3 Zulassungsstudie, die also die Basis für die Zulassung ist. Und die ist veröffentlicht worden Ende November, Anfang Dezember im New England Journal of Medicine. Das ist das, worauf sich natürlich dann die Ärzte und Naturwissenschaftler immer gerne beziehen. Und dort findet man dann detailliert dargestellt, nächste Folie bitte, derartige Tabellen. Und wenn Sie hier im oberen rechten Teil gucken, dann finden Sie Vaccine Efficacy 95%. Das ist der Wert, den Sie sicherlich auch oft in der Presse gelesen haben. Der geht eben auf diese Publikation zurück, beziehungsweise eigentlich ist der Wert schon vorher in der Presse berichtet worden. Die Publikation kam erst später heraus, ein Effekt, den wir sehr häufig in dieser Pandemie haben. Nächste Folie bitte. Es ist ja darüber diskutiert worden, wie gut oder vielleicht sogar wie schlecht die Impfstoffe bei älteren Patienten wirken. Und wenn Sie Ihren Blick auch hier wieder auf die rechte Tabelle richten, auf die rechte Spalte, dann sehen Sie, dass über alle Probanden hinweg gesehen die Wirksamkeit des Impfstoffs bei 95% lag. In der Altersgruppe, die jetzt für Sie besonders relevant ist, der 16- bis 64-Jährigen bei 95,1, okay, das ist Statistik. Dann bei den über 65-Jährigen 94,7, bis 74 Jahre 92,9. Das heißt, die Effektivität des Impfstoffs geht ein Stück weit zurück, wenn wir ältere Patienten behandeln. Bei über 75 Jahren steht dann wieder 100%. Das ist aber ein statistischer Ausreißer. Sie sehen, die Teilnehmerzahl in dieser Gruppe war mit 700 Vero bzw. 785 Placebo dann auch deutlich geringer. Das ist auch nicht verwunderlich, dass die Effizienz des Impfstoffs nachlässt bei älteren Personen, denn genauso wie alle Prozesse unseres Körpers altern, altert eben auch das Immunsystem und spricht dann eben auch schwächer auf eine Impfung an. Und das ist der Grund gewesen oder der Anlass gewesen für die Ständige Impfkommission bei dem AstraZeneca-Impfstoff zu sagen, Vorsicht, den wollen wir zunächst einmal nicht älteren Personen geben, weil eben eine solche Aufstellung der Wirksamkeit der altersabhängigen Wirksamkeit des AstraZeneca-Impfstoffes
initial noch nicht vorgelegen hat. Bitte weiter. Was dann auch immer gefragt wird, ja, wie viel nützt denn eigentlich schon eine erste Impfung? Für die beiden mRNA-Impfstoffe gilt, dass sie am Tag 1 und 21, das gilt für den Comirnaty-Impfstoff, beziehungsweise am Tag 1 und Tag 28 geimpft werden. Und man sieht hier, wie sich die Kurven entwickeln. Ich habe die Patienten am Tag 0 geimpft. Rot ist Verum, also der tatsächliche Impfstoff. Blau ist Placebo. Und Sie sehen in der kleineren Darstellung ein bisschen stärker aufgeschlüsselt, so nach 12 bis 14 Tagen laufen die Kurven auseinander. Das heißt, da kann man dann erstmals eine Wirkung des Impfstoffs feststellen. Also Aussage, nach einer Impfung dauert es 14 Tage, bis überhaupt eine erste Schutzwirkung sich einstellt. Und für den Impfstoff von BioNTech gilt dann eben, dass bis zum Tag 20, sozusagen unmittelbar vor der zweiten Impfung, diese Schutzwirkung auf etwa 50% angewachsen ist. Für den Impfstoff von Moderna gilt Ähnliches. Bei dem Impfstoff von AstraZeneca ist es ein bisschen anders, komme ich im Folgenden drauf. Genau, das wollte ich Ihnen hier zeigen. Also die Kurven laufen ab ungefähr Tag 12 bis 14 auseinander und ich erreiche durch eine einzelne Impfung eine Schutzwirkung von etwa 50%. Weiter bitte. Diese Daten, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, stammen alle aus den Zulassungsstudien. Und das Patientenklientel in einer Zulassungsstudie ist immer so ein kleines bisschen selektiert. Das bringen diese Studien mit. Deswegen war es sehr wichtig zu sehen, was vor allen Dingen in Israel stattgefunden hat. Israel hat ja sehr schnell, sehr konsequent und auch sehr viel mit dem Impfstoff von BioNTech Pfizer geimpft. Und diese Daten sind ausgewertet worden und inzwischen veröffentlicht worden. In der Zulassungsstudie hatten wir 40.000 Teilnehmer, 20.000 Serum, 20.000 Placebo. Hier in diese Auswertung sind 1,2 Millionen Teilnehmer eingeflossen, 60.000 mit Impfungen, 600.000 versus Placebo. Und das Ergebnis, 7 Tage nach der zweiten Impfdosis, dann, wenn man laut Zulassungsstudie die volle Schutzwirkung erwarten kann, sieht man hier Gesamtinfektion 92%. Das heißt, unter diesem sogenannten Real-Life-Data, wie man das auch neudeutsch nennt, diese Daten bestätigen, die Ergebnisse der Zulassungsstudie eben im echten Leben. Und das ist in diesem Ausmaß ein sehr gutes und wirklich bemerkenswertes Ergebnis, das hier erreicht wurde. Weiter bitte. Wie sieht es nun bei AstraZeneca aus? Hier gibt es nicht eine große Zulassungsstudie, sondern die Zulassungsstudie setzt sich aus mehreren kleineren Studien zusammen. Kleiner ist auch hier relativ. Es waren so ungefähr 5.000 bis 12.000 Patienten insgesamt eingeschlossen pro Arm. Das führt aber dazu, dass es Angaben gibt hinsichtlich der Effektivität, die so ein bisschen schwanken, weil die eben nicht alle in einen großen Topf zusammengerechnet worden sind, sondern man sozusagen 4 kleine Töpfe hat. Und daher kommt es, dass die Daten, die zwischen 60% und 70% Effektivität berichten. Sie haben das vielleicht auch gelesen, das wurde auch in der Presse diskutiert. Es gab da etwas unterschiedliche Dosierungsregime bezüglich dieses Impfstoffs und es gab unterschiedliche zeitliche Abstände zwischen der ersten und der zweiten Impfung. Das ist hier bei diesem Impfstoff sehr wichtig. Das gilt wahrscheinlich für alle Vektorimpfstoffe. Bei den Vektorimpfstoffen ist es gut, länger zwischen der ersten und der zweiten Impfung zu warten. Länger bedeutet hier ungefähr 12 Wochen, mindestens 9. Das führt dazu, dass die Effektivität des Impfstoffs möglichst groß ist. Weiter bitte. Was der AstraZeneca-Impfstoff auf jeden Fall tut, ist es, schwere Infektionen zu vermeiden. Das ist hier auf dem rechten Teil der Folie dargestellt. Rot sind die schweren Infektionen, grün sind die milderen Infektionen, also schwer bedeutet Krankenhaus, mild bedeutet Krankschreibung und asymptomatisch bedeutet, ich bin infiziert und weiß es gar nicht. Und man sieht in der Kontrollgruppe, habe ich alle diese Infekte und in der Verumgruppe, das ist das AZD 1022, da fehlen die schweren Infektionen und die milden sind deutlich reduziert. Und dieses Ergebnis aus der Studie ist ein Grund sicherlich dafür, warum in Großbritannien oder beispielsweise in Portugal sehr konsequent, sehr frühzeitig mit diesem Impfstoff geimpft worden ist, weil natürlich diese schweren und auch ein Großteil von Krankschreibungen natürlich das ist,
was das Gesundheitssystem belastet und auch an die Belastungsgrenze bringen kann. Und da musste man gegen angehen. Und das leistet der Impfstoff von AstraZeneca auf jeden Fall. Weiter bitte. Überall da, wo ich einen Effekt habe, habe ich auch Risiken und Nebenwirkungen. Es wäre unlauter, die zu verschweigen. Und dafür müssen wir uns dabei ein kleines bisschen im Detail angucken. Was kann passieren? Bei jeder Impfung kann ich Schmerzen an der Injektionsstelle haben. Herr Schröder kann das sicherlich noch genauer beschreiben. Ich steche mit einer Nadel in einen Muskel, das macht er nicht. Es gibt eine Rötung und eine Schwellung, denn ich setze ja einen lokalen Infekt. Und dieser lokale Infekt führt eben zu einer Reaktion des Immunsystems und die ist eben verbunden mit Rötung und Schwellung. Und dazu gibt es eine Gruppe von Nebenwirkungen, die ich mal als grippalen Infekt ähnlich bezeichnen möchte. Ich bin abgeschlagen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Fieber, da geht einher mit Schüttelfrost, ich habe Muskel- und Gelenkschmerzen. Das sind alles Symptome, die zeigen, das Immunsystem setzt sich mit dem Impfstoff auseinander, mit der künstlichen Infektion und bekämpft diese gerade. Das ist also eigentlich gut, denn es zeigt, das System funktioniert. Wichtig, jetzt vielleicht aus Ihrer Sicht, ist zu gucken, dann sieht man in der Presse, 80%, 50% der Personen hatten Nebenwirkungen. Das ist ja unerträglich. Ja, die Nebenwirkungen bei diesen Corona-Impfstoffen sind tatsächlich da. Das macht keinen Sinn, die wegzureden, aber man muss gucken, welches Ausmaß die hatten. Mild bedeutet, also wenn Sie mich jetzt so fragen, Herr Fenske, ja, tatsächlich, ich habe im Augenblick Kopfschmerzen. Hätte aber von mir aus nichts dagegen getan und gehe auch normal meinen Alltag beschäftigen, meine Arbeit etc. Moderat bedeutet leichte Beeinträchtigung der Aktivität. Das heißt, ich habe vielleicht ein Mittel gegen Kopfschmerzen genommen, bin nicht so fit wie sonst, kann aber normalerweise auch arbeiten gehen. Schwer bedeutet, tägliche Aktivitäten sind verhindert, ich bin krank zu Hause. Grad 4 gab es zum Glück nicht, Notaufnahme oder Hospitalisierung. Das muss man also relativieren. Wenn Sie bitte weitergehen. Nächste Folie bitte. Dann sieht man hier am Beispiel von dem Combinatri, dass eben diese Nebenwirkungen tatsächlich relativ häufig bei bis zu 60% der Patienten auftreten. Das aber, das ist zum Beispiel unter dem Reiter Fatigue dargestellt, rot, nur 4% tatsächlich so schwere Nebenwirkungen hatten, dass sie ihren täglichen Aktivitäten nicht länger nachgehen konnten. Und damit ist vor allen Dingen bei den mRNA-Impfstoffen nach der zweiten Impfung zu rechnen. Bei den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca natürlich jetzt hier bezogen, ist es umgekehrt. Da scheinen die Nebenwirkungen nach der ersten Impfung stärker zu sein und nach der zweiten Impfung weniger stark. Weiter bitte. Im Zuge dieser Pandemie sind wir alle zu Experten zum Thema Transport und Lagerung von Arzneimitteln geworden. Deswegen wollte ich gerne eine Folie dazu zeigen. Was man sich für den mRNA-Impfstoff einfach merken muss, ist, er wird normalerweise bei minus 70 Grad gelagert. Wenn ich ihn auf Raumtemperatur bringe, habe ich 5 Tage gleich 120 Stunden Zeit, ihn zu verbrauchen. Das ist eine Arbeitswoche. Und wenn, da ist auch dann nicht viel Spiel, da ist auch dann kein Spiel drin. Also nach 120 Stunden ist der Impfstoff dann leider zu verwerfen. Das heißt, da muss man sich entsprechend eintakten, dass da nicht irgendetwas verfällt. Man kriegt, wenn man den Impfstoff zubereitet, zur Anwendung mindestens 5, in der Regel 6 Dosen aus so einem kleinen Vial kann man gewinnen. Das heißt, es macht einen gewissen Sinn, die Patienten immer in 5er, besser in 6er Gruppen sozusagen zusammenzustellen. Weiter bitte. Ein Thema, was natürlich viel diskutiert wird, ist das Thema Schutz vor Virusmutationen. Man darf es sich nicht so einfach vorstellen, als hätte man die Original-mRNA des Coronavirus genommen, der Anfang letzten Jahres in Wuhan kursierte und hätte die in einen Vektor oder in einen Lipidpartikel hineingepackt, sondern die ist schon modifiziert worden, diese mRNA. Wie im Detail ist dann Firmengeheimnis, das lässt sich nicht so irgendwo im Internet nachlesen, aber es ist sozusagen nicht 1:1 die Kopie. Das darf man sich nicht vorstellen, diese Vorstellung ist ein bisschen zu einfach. Man hat auch im Prinzip versucht, vorherzusehen, welche Veränderungen könnten denn stattfinden und was macht Sinn. Es sind auch verschiedene Kandidaten ausprobiert worden und bei denen, die wir jetzt haben, war eben auch die Immunreaktion am stärksten.
Und das, was wir im Augenblick sicher sagen können, ist, dass der Impfstoff von BioNTech Pfizer, man beide Impfungen hat, auch vollständig gegen die sogenannte britische Mutante B.1.1.7 schützt. Der Schutz gegen die sogenannte Südafrika-Variante, das ist eine sogenannte Fluchtmutante, wo der Virus versucht, der Umklammerung des Immunsystems sozusagen zu entgehen. Der ist etwas zurückgenommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Affinität, also die Haftungsfähigkeit der Antikörper, die das Immunsystem bildet, an diesen Spike-Proteinen. Sie haben die maximale Aufnahmezeit erreicht. Vielen Dank. Zurückgenommen. Auf Wiederhören. Ich werde gerade abgeschnitten. Kann man mich noch verstehen? Soll ich weitersprechen oder bin ich abgeschnitten? Nein, alles sehr gut. Sie können sprechen, alles gut. Okay, gut. Also der ist etwas zugenommen, aber das Immunsystem produziert nach den Impfungen von BioNTech Pfizer ein solches Übermaß an Antikörpern, dass der klinische Schutz weiterhin gegeben ist. Ich beschleunige jetzt ein bisschen. Nächste Folie bitte. Und damit stehe ich auch für Fragen zur Verfügung. Ich gehe da mal kurz rein. Herr Fenske, es sind ein paar Fragen im Chat aufgepoppt. Und zwar starte ich mal mit der ersten. Die erste Frage lautet, mit welchem Impfstoff würden Sie sich denn impfen lassen? Als Mitarbeiter im Gesundheitswesen bin ich bereits geimpft. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt den BioNTech-Impfstoff bekommen. Wir haben nachher auch Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff durchgeführt. Und männliche Kollegen sind auf jeden Fall mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft worden. Das halte ich auch für hinreichend sicher. Die STIKO empfiehlt jetzt, alle Patienten oder nur noch Patienten über 60 Jahre mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu versorgen. Dahinter steht einfach die Sorge, dass weitere Sinusvenenthrombosen auftreten. Es ist so, dass die Sinusvenenthrombose eine Autoimmunerkrankung ist, und aus Gründen, die jetzt fachlich, wissenschaftlich noch nicht 100% verstanden sind, ist es so, dass da Frauen stärker drunter leiden. Deswegen tendiere ich eher dazu, einem weiblichen Impfling den BioNTech-Impfstoff zu empfehlen. Für Männer oder für männliche Probanden widerspricht dem ein Stück weit die STIKO-Empfehlung, wenn es sich um einen unter 60-Jährigen handelt. Aber auch das entspricht völlig der Zulassung und völlig der Position der EMA und der WHO zum Beispiel. Klar, also ich würde das beantworten. Ja. Die nächste Frage wäre, wie sieht es denn aus, wenn man zweimal geimpft ist? Können diese Personen immer noch den Virus übertragen? Und dann ist ja noch die Frage mit den Haustieren, was man ja auch schon in der Presse gelesen hat. Können Haustiere dieses Virus auf den Menschen übertragen? Also bei Haustieren bin ich ein Stück weit überfragt. Ich glaube nicht. Ist mir jedenfalls nicht positiv bekannt, dass es zu solchen Übertragungen gekommen ist. Das Thema, was man wissen muss, ist, diese Studien sind jetzt gemacht mit der Fragestellung, infiziert sich eine geimpfte Person mit dem Coronavirus und wird krank? Das heißt, habe ich Symptome nach einer Impfung? Antwort mit der 95%igen Wahrscheinlichkeit nicht. Die Frage war nicht, kann ich eine Infektionskette stoppen? Das wird man im Grunde genommen jetzt erst beobachten, indem in den Ländern, in denen Großteile der Bevölkerung geimpft sind, tatsächlich diese Corona-Wellen ablaufen. Was man zu wissen glaubt, und ich merke, ich bin jetzt hier sehr vorsichtig, weil da ist der Erkenntnisgewinn sehr rasant, ist, wenn ich geimpft bin und ich infiziere mich mit dem Coronavirus, habe Kontakt mit einem Patienten, mit einem Corona-Patienten, ich infiziere mich, dann sind zwei Dinge möglich. Erstens, ich habe relativ hohe Antikörpertiter und der Virus hat gar nicht erst die Chance, sich bei mir einzunehmen. Oder meine Antikörpertiter sind aus irgendwelchen Gründen nicht so hoch, dann könnte sich der Virus kurzzeitig über 2-3 Tage im Nasenrachenraum ansiedeln und würde dann aber von dem ja geprimten Immunsystem
sozusagen vernichtet werden. Und möglicherweise könnte man sich überlegen, dass in diesen 2-3 Tagen ein gewisses Infektionsrisiko besteht. Sie merken, ich bin sehr vorsichtig. Nach aktuellem Stand ist es aber so, dass die Viruslast in diesen 2-3 Tagen so niedrig ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dann jemanden unwissentlich anzustecken, maximal so hoch ist wie bei einem negativ getesteten, bei einer negativ getesteten Person. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Also es ist nicht auszuschließen, dass ich einen anderen anstecke, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering nach aktueller Datenlage. Klar, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit würde ich noch mal eine Frage hier rauspicken, und zwar bezieht die sich auf Virusmutationen. Es ist die Frage gestellt worden, wie sieht es denn mit der indischen Variante aus? Also wirken die bisherigen Impfmittel auch gegen diese Variante oder gibt es da noch keine umfassenden, wissenschaftlichen Ergebnisse? Es gibt noch keine veröffentlichten wissenschaftlichen Ergebnisse zu der Frage. Es gibt eine Untersuchung aus Indien, die einen in Indien zugelassenen Impfstoff untersucht hat, und demnach ist es wahrscheinlich, dass diese Mutante von diesem indischen Wirkstoff abgefangen wird sozusagen. Ob das auch auf die jetzt hier vorgestellten Impfstoffe zutrifft, weiß man schlichtweg nicht. Ich gehe davon aus, dass die Untersuchungen dazu gerade laufen, wäre latent optimistisch. Alles klar. Ich würde vorschlagen, wir haben hier jetzt noch einige Fragen im Chat. Ich würde allerdings erstmal vorschlagen, wir gehen auf den zweiten Teil unseres heutigen Seminars über zu Dr. Berthold Schröder und nutzen die Zeit im Anschluss dann eben noch für eine weitere kleine Fragerunde, auch eben zum Vortrag von Herrn Schröder, und schauen, wie viel wir da noch unterkriegen. Ansonsten gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, im Nachgang per E-Mail nochmal Fragen zu stellen an die Sprecher selber oder auch an uns. Und damit würde ich einmal an Sie übergeben, Herr Schröder, und sagen, ja, los geht's. Einen schönen guten Tag auch von mir in die Runde. Danke für die Gelegenheit, dass ich Ihnen vorstellen darf, wo wir als Allianz momentan stehen in der Vorbereitung der Corona-Schutzimpfungen. Und ich möchte den Bogen zunächst etwas größer spannen und Ihnen die Corona-Schutzimpfung auch als Teil einer ganzheitlichen Gesundheitsstrategie vorstellen. Um Sie dazu abzuholen, bitte einmal die nächste Folie. Die Gesundheit steht im Mittelpunkt. Das haben wir sicherlich seit einem Jahr jetzt gut gemerkt. Wir befinden uns alle mehr oder weniger. Wir haben die maximale Aufnahmezeit erreicht. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich hoffe, ich bin noch zu hören. Wir befinden uns jetzt alle seit gut 14 Monaten in einem Krisenmodus, und es ist ungeheuer wichtig, die Mitarbeiter hier regelmäßig abzuholen, klar zu kommunizieren, sowohl wenn es um Hygieneregeln geht, als auch die Perspektive aufzuzeigen, wie wir uns mit Impfen aus dieser Situation zumindest ein Stück weit befreien können. Dass alles wieder so wird wie vorher, ist eher unwahrscheinlich, aber es ist ganz wichtig, den Mitarbeitern hier die Perspektive aufzuzeigen. Die Impfungen stehen vor der Tür, und Herr Fenske hat ja schon deutlich gemacht, welches Potenzial hier auch dahinter steckt. Wir haben das in unsere Gesundheitsstrategie mit integriert. Wir als Betriebsärzte bei der Allianz verfügen ja auch über Erfahrungen in der Grippeschutzimpfung, die wir im vergangenen Jahr bereits auch unter Hygieneaspekten unter Corona durchgeführt haben, mit ca. 6.000 Impfungen deutschlandweit. Unser Ziel ist es natürlich auch, diese Gesundheitsstrategie, wo ich Ihnen die nächsten Elemente gleich noch vorstellen möchte, als eine richtungsweisende Strategie innerhalb des Konzerns zu etablieren und diese auch weiterzuentwickeln, weil wir wissen, dass Leistungsfähigkeit und Gesundheit unserer MitarbeiterInnen als ein strategisches Kernziel gelten. In diesem Zusammenhang entwickeln wir auch einen Gesundheits- und Kulturindex als Steuerungsinstrument, um hier Erfolge messen zu können und auch Maßnahmen jeweils ableiten zu können. Bitte die nächste Folie. Hier sehen Sie, dass wir unterwegs sind in einer Evolution. Wir bauen auf einem gesetzlich definierten Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement,
was dann wiederum zur Folge betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die auch von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden, mit beinhaltet. Im nächsten Schritt ist es aber daran wichtig, auch ein echtes integriertes betriebliches Gesundheitsmanagement zu haben, um kontrollen zu können, welchen Einheiten biete ich welche Maßnahmen an, was ist sinnvoll, um auch hier einen prozessualen Regelkreis zu haben. Und letzten Endes, die Zielstufe ist eine Gesundheitsstrategie der neuen Generation oder auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement der neuen Generation, wo allen klar ist, dass bei unternehmerischen Entscheidungen generell das Thema gesundheitliche Auswirkungen mitgedacht wird im Sinne einer Gefährdungsbeurteilung. Was hat das für Auswirkungen auf die Belegschaft und letzten Endes dadurch auch auf das Kerngeschäft? Und wichtig auch natürlich an der Stelle, das ist nicht nur eine Aufgabe der Personalabteilung, sondern geht jeden an, jede Führungskraft, aber auch jeden Mitarbeiter. Bitte die nächste Folie dazu. Die zwei großen Säulen letzten Endes sind dabei die Verhaltens- und Verhältnisprävention, also vorbeugende Maßnahmen im Einzelfall im jeweiligen konkreten Individualverhalten. Das ist die betriebliche Gesundheitsförderung, aber auch die Gestaltung der gesamten Arbeitsverhältnisse. Wie konstruiere ich Prozesse? Wie konstruiere ich oder gehe ich auch mit Führungsthemen um? Wie ist die IT-Technik da aufgestellt? Und gemäß unserem Purpose, den Sie in der Mitte sehen, Be Secure Your Future, bildet das insgesamt eine Einheit mit den drei weiteren Elementen, die sich in Sachen Führung damit beschäftigen, dass Führungskräfte sensibilisiert sind, gerade jetzt in diesen virtuellen Zeiten, wie nehme ich die Mitarbeiter mit in virtuellen Meetings, wie kann ich erkennen, dass hier möglicherweise auch, dass es Mitarbeitern nicht so gut geht, wie kann ich Wertschätzung vermitteln und das Thema Gesundheit hier integrieren. Das zielt letzten Endes auf eine Unternehmenskultur, die das als integralen Bestandteil hat. Und letzten Endes ist das auch ein ganz wichtiges Bildungsthema, was immer wieder in die Mannschaft oder natürlich auch in die Belegschaft und sozusagen getragen werden muss, um es allen klar zu machen, dass Gesundheit als Kernelement gelebt wird und nicht nur in Broschüren gut abgebildet ist. Bitte weiter. Ja, jetzt kommen wir natürlich dann sozusagen zum Kern, den wir hier besprechen wollen. Impfen als Bestandteil einer Gesundheitsstrategie. Impfen hat Auswirkungen aufs Immunsystem, auf die natürlichen Abwehrkräfte. Und wenn ich das in großem Umfang, großen Kontext einer großen Belegschaft anbieten kann, wirkt sich das natürlich auch auf die Widerstandsfähigkeit und neudeutsch Resilienz des Unternehmens aus. Und das haben wir erkannt und möchten natürlich unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen dieses Angebot machen. Das gilt nicht nur für die bei uns beschäftigten Personen, sondern auch für die externen Mitarbeiter, die an den Standorten zum Beispiel von Dienstleistern unterwegs sind, aber auch für unsere Vertriebsmannschaft, für die Vertreter, Vertreterinnen und deren Angestellte sowie, und das ist auch eine Entscheidung, die jetzt in der vergangenen Woche getroffen worden ist, für die Familienangehörigen dieses Personenkreises im Sinne von Lebenspartnern, Partnerinnen, Ehepartner, Partnerinnen und die Kinder im Alter zwischen 16 bis 23 Jahren. Wir sind dabei, dass 15 Impfzentren stehen. Wir haben noch nicht begonnen mit den Impfungen. Sie wissen, gestern fand ein Impfgipfel statt. Frau Merkel und die Ministerpräsidenten haben sich dazu ausgetauscht. Sukzessive haben wir ja eine nationale Impfstrategie in Deutschland. Beginn mit staatlichen Impfzentren. Kurz vor Weihnachten ging es los. Dann immer wieder die Diskussion, dass Impfstoffmangel wirklich ein Vollbetrieb dieser Impfzentren erstmal noch verzögert hat. Jetzt vor kurzem sind auch Hausärzte zugeschaltet worden und wichtig, immer unter Berücksichtigung der Priorisierung, die durch die Ständige Impfkommission festgelegt worden ist, sodass also krankheitsbezogene, altersbezogene Risikopersonen, teilweise auch berufsgruppenbezogene Risikopersonen nach einem festen Fahrplan
zunächst durchgeimpft werden. Und wir als Betriebsärzte gehen davon aus, wenn wir starten, dass dann diese Priorisierung fallen gelassen wird. Und gestern haben Sie es ja auch gehört. Man geht davon aus, dass diese Priorisierung noch im Mai durchgehalten wird und dann im Juni genügend Impfstoff vorhanden ist, dass jeder, der ein Impfangebot haben möchte, das auch erhalten kann. Und dann werden auch die Betriebsärzte in großem Umfang impfen. Nebenbei, wenn man die Betriebsärzte in ganz Deutschland hier mit hinzuziehen würde und genügend Impfstoff vorhanden ist, wäre das eine Kapazität von 5 Millionen Impfungen pro Woche, nur durch die Betriebsärzte. Der Start bei uns ist, wie gesagt, abhängig von Startschuss der Regierung und natürlich der Zuteilung des Impfstoffs. Wir gehen selbst von 1., 2. Juni-Woche aus. Wir sind ready, um das mal so zu sagen. Wir haben intern auch abgefragt, welcher Personenkreis könnte uns hiermit unterstützen bei administrativen Aufgaben zum Beispiel, und haben die Rückmeldung von 2.300 Freiwilligen, wo wir jetzt auch schauen müssen, wie wir die entsprechenden Skills an den Impfstraßen, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde, einsetzen werden. Ganz entscheidend ist die Kommunikation im Vorfeld. Sie haben die maximale Aufnahmezeit erreicht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Immer wieder kontinuierlich in der Belegschaft, um auch einer gewissen Impfskepsis, aber auch Ängsten und Sorgen vorzubeugen, um über Impfstoffe aufzuklären. Das, was Herr Fenske schon gerade erläutert hat, hatten wir zum Beispiel in einem internen Interview in unserem Intranet im Februar schon klar gemacht, um hier die Mitarbeiter frühzeitig abzuholen, um eine möglichst hohe Impfbereitschaft zu sichern. Bitte die nächste Folie. Hier sehen Sie nochmal die Deutschlandkarte und wir sind zwischen Nordseeküste und Alpenrand mit an 15 Standorten präsent und haben hier nach dem Muster der staatlichen Impfzentren 27 Impfstraßen stehen. Das ist also alles bereits organisiert. Die Zahlen, die dahinter stehen, bedeuten immer, in München gibt es 8 Impfstraßen, in Stuttgart 4. Je nach zu impfendem Personenkreis ist das also dimensioniert worden. Und so eine Impfstraße gliedert sich in verschiedene Zonen. Ich fange aber jetzt mal links oben auf der Folie an. Wichtig ist natürlich im Vorfeld die Aufklärung der Mitarbeiter. Es gibt dazu ein Web-based Training, was durch die Mitarbeiter durchlaufen wird im Sinne einer Impfaufklärung. Und nur diejenigen, die das dann auch absolviert haben, kommen in die Betriebsstätte rein und haben dann die Impfgenehmigung bzw. die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Es findet eine kontaktlose Temperaturkontrolle statt. Die Impflinge sollen FFP2-Masken tragen, wenn sie diesen Prozess durchlaufen. Sie erhalten Tagesausweise, um auch sicher zu sein, dass es um den berechtigten Personenkreis geht. Und im Vorfeld haben sie personifizierte Anamnese- und Einwilligungsbögen erhalten, die dann schon bearbeitet werden können. So, dann gibt es im Impfzentrum den Check-in, wo nochmal alles auch eingetragen wird. Es sind ja umfangreiche Meldeprozesse an das Robert-Koch-Institut einzuhalten, wo wir uns momentan auch dafür einsetzen, dass wir ähnlich wie die Hausärzte mit einem geringeren Meldeumfang unterwegs sein können, weil es ist in der Tat ein sehr großer bürokratischer Aufwand, der aus den staatlichen Impfzentren aus der ersten Welle kommen gefordert ist, und da wäre es gut, hier pragmatischer vorgehen zu können, auch um schnell impfen zu können. So, dann kleine Wartezone und dann geht es ins Arztgespräch, wo noch letzte Fragen geklärt werden können, wo es natürlich auch darum geht, ist die Indikation gegeben, beziehungsweise handelt es sich um eine Person, die gegebenenfalls nicht geimpft werden sollte aufgrund der medizinischen Vorgeschichte. Dann die eigentliche Impfung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit den geringsten zeitlichen Aufwand in dieser ganzen Impfstraße einnehmen wird. Und dann eine mindestens 15-minütige Nachbeobachtungsphase, um zu schauen, inwieweit also akute Reaktionen oder Beeinträchtigungen auftreten. Und danach verlässt die Person die Betriebsstätte wieder. Sie geht nicht ins Office. Wir wollen ja auch jetzt in dieser Zeit eine sehr hohe Homeoffice-Quote gewährleisten. Wir gehen von einer Kapazität einer Impfstraße von pro Tag etwa 100
Impfungen aus. Das muss natürlich auch sich noch ein bisschen einrütteln und da werden wir, denke ich, auch Lernschleifen ziehen, sodass, wenn Sie das mit 27 Impfstraßen multiplizieren, bei einem kontinuierlichen Impfstoffzustrom pro Tag 2700 Impfungen vorgenommen werden könnten, wenn alles reibungslos läuft. Und das ist doch schon mal ein sehr gutes Zeichen und eine sehr gute Menge. Wir wissen noch nicht genau, um welchen Impfstoff es gehen wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden 2 Impfdurchgänge nötig sein. Für einen Impfdurchgang werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit 6 Wochen brauchen. Dann müsste dann der zweite gleich im Anschluss starten. Es kann sein, dass aufgrund der neueren Entwicklungen dann auch Folgeimpfungen erforderlich werden, so ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung, dass immer wieder mit angepassten Impfstoffen nachgeimpft werden muss. Wie erfolgt die Terminvereinbarung? Hier haben wir für die Allianz-Mitarbeiter mit einem eigenen Benutzerschlüssel den Zugang für ein Terminvereinbarungstool ermöglicht. Das ist momentan noch nicht freigeschaltet, weil, wie gesagt, der Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist. Das hat sich aber bereits bewährt in der Grippeschutzimpfung. Dort werden die Timeslots eingestellt und die Mitarbeiter ziehen sich dann dort je nach Standort ihre Termine. Für die Angehörigen oder auch die Externen, die jetzt keinen Zugang zum Terminvereinbarungstool haben, gibt es also eine Hotline und über diese Hotline werden dann die Termine gemacht. Wir haben auch für den Personenkreis von Gehör- oder sehbeeinträchtigten Personen die Möglichkeit einer Aufklärung per App und, wie gesagt, im Vorfeld in unserem Intranet haben wir einige Videos auch gedreht, Hintergrundinformationen auch mehrsprachig, um alle hier frühzeitig abzuholen und den eigentlichen Aufklärungsprozess im Arztgespräch möglichst kurz und knapp zu halten. Besondere Herausforderungen, Herr Fenske ist da schon drauf eingegangen, ist die Vorbereitung des Impfstoffs. Wir wissen noch nicht tatsächlich, ob es der mRNA-Impfstoff sein wird, aber wir müssen uns darauf einrichten. Und das ist in der Tat nicht so ganz trivial wie bei der Grippeschutzimpfung, denn hier ist doch eine umfangreiche Vorbereitung erforderlich, wo also nochmal in einem Raum separat das Aufziehen dieser Impfstoffe erfolgt und hier die Vorbereitung erfolgt, weil der Impfstoff, wie schon angedeutet, an einer bestimmten Zeitspanne dann auch verarbeitet werden muss. Bitte mal auf die nächste Folie überzugehen. Ja, und da schließt sich dann auch der Bogen wieder zur Gesundheitsstrategie, Impfen als Stärkung des Immunsystems und letzten Endes auch als Widerstandskraft des Einzelnen, aber insgesamt des Unternehmens. Wenn ich eine stärker ausgeprägte Resilienz der Mitarbeiter habe, dann ist da einfach auch ein anderer Schutzfaktor gegeben und ein anderer Umgang mit externen Belastungsfaktoren. Meine Kolleginnen und Kollegen, die in niedergelassenen Praxen bereits impfen, berichten immer wieder über dieses freudige Ereignis, sage ich einfach mal, wie glücklich und auch wie entlastet die Personen sind, die sich die Impfung abgeholt haben. Und wir als Betriebsärzte freuen uns, wenn wir das auch anbieten können, weil das wirklich zum Wohlbefinden letzten Endes beiträgt. Es kann natürlich sein, dass Sie den ersten 2-3 Tagen nach der Impfung möglicherweise Nebenreaktionen auftreten im Sinne von Muskelkater oder auch mal eine leichte Temperaturerhöhung unterm Strich gesehen, aber doch eine Gewissheit, geschützt zu sein vor schwerwiegenden Verläufen und auch vor diesem sogenannten Long-Covid-Syndrom, was auch in den Medien immer wieder dargestellt wird, wo langfristig Beeinträchtigungen bestehen im Sinne von schnelle Ermüdbarkeit, geringe Konzentrationsfähigkeit, dass das auch alles mit der Impfung abgewendet werden kann. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Elemente noch eingehen. Resilienz ist, glaube ich, das Stichwort, was wir unter anderem mit Impfungen, aber auch mit den vielen anderen Angeboten innerhalb der Gesundheitsstrategie erreichen wollen. Und ich stehe gern für Ihre Fragen zur Verfügung. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht abgeschnitten wurde, dass Sie mich noch hören konnten.
Nein, Herr Schröder, man hört Sie noch, alles gut. Ich frage einmal gerade in die Runde, beziehungsweise an meinen Kollegen, Herr Heinroth, bist du da? Weil man hört sich nicht. Ansonsten, Herr Schröder, gehe ich mal kurz in die Fragen rein. Wir haben nämlich einige Fragen bekommen. Und zwar kam da unter anderem die Frage, ob die Hausärzte nur von Apotheken Impfstoff beziehen können, beziehungsweise mit Blick darauf, dass einige Impftermine in den letzten Wochen abgesagt werden mussten, ob es denn Probleme beim Bestellverhalten von Apotheken gibt. Also woher Hausärzte und dann eben auch längerfristige Betriebsärzte die Impfstoffe ordern können. Ja, also da muss es einen klar geregelten Bestellprozess geben. Also wir werden das mit hoher Wahrscheinlichkeit von Großhandelsapotheken erhalten. Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich das Thema Impfstofflieferung vom Hersteller. Es ist weniger die Zulieferung von der Apotheke. Immer wieder sind ja Lieferungen von Produzenten ausgefallen, wobei der zuverlässigste Lieferant anscheinend BioNTech sein soll. Wir richten uns darauf ein, dass wir es über die Großhandelsapotheken im sozusagen aufgetauten Zustand erhalten, wo ganz klar auch dokumentiert sein muss, in welcher Zeitspanne die weitere Verarbeitung stattfindet. Weil, wie gesagt, wenn aufgetaut, dann 5 Tage verarbeitbar. Da sind also besondere Bedingungen einzuhalten. Apotheken werden unsere Ansprechpartner sein. Davon gehe ich aus. Wunderbar. Eine Frage habe ich hier, die sicherlich viele Zuhörer interessieren wird. Und zwar die Frage, ob das, was Sie jetzt für die Allianz aufgebaut haben, koordiniert und organisiert haben, ob das auch für andere Betriebe möglich ist und wie diese Betriebe am besten vorzugehen haben. Was können Sie denn anderen Unternehmen, ich sag mal, egal ob klein, ob groß, raten, wie Sie an das Thema Impfstraße, Impfzentrum, Unterstützung der Mitarbeiter durch Impfungen, was können Sie empfehlen? Ja, also aus dem Kreis der betriebsärztlichen Kollegen, die jetzt in anderen Unternehmen tätig sind, weiß ich, dass es auch in anderen Großunternehmen entsprechende Vorbereitungen gibt. Aber auch in kleinen und mittelgroßen Unternehmen läuft das. Also es gibt ja feste betriebsärztliche Strukturen in Großunternehmen. Es gibt aber auch sogenannte überbetriebliche Dienste, die kleineren und mittleren Unternehmen ihre Leistungen anbieten. Und eigentlich ist es ja per Gesetz auch schon klar geregelt, dass jedes Unternehmen bereits jetzt einen Betriebsarzt haben muss. Und Sie müssten sich bitte an Ihren konkreten Betriebsarzt wenden, welche Planungen dort schon abgelaufen sind, die möglicherweise auch überbetrieblich mit mehreren anderen denkbar sind. Da laufen also verschiedene Aktivitäten, die auch in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich weit sind. Also ich weiß von bereits eingesetzten Modellprojekten in Rheinland-Pfalz bei BASF, die dürfen schon impfen, wobei natürlich auch dort die Impffreienfolge immer noch zu beachten ist. Oder Volkswagen in Zwickau ist auch bereits dabei. Und es wird Modellprojekte jetzt in Bayern geben, hier allerdings zunächst in Hochinzidenzregionen an der tschechischen Grenze. Solange wir aber Impfstoffmangel haben, ist das immer noch ein bisschen schwierig. Mitte zweiten Quartals, und da projiziert sich alles auf Juno, scheint mehr zu kommen. Meine Empfehlung, fragen Sie bei Ihren betriebsärztlichen Strukturen nach, wie weit seid ihr? Und natürlich ist es dann auch immer die Position Ihres eigenen Managements. Wie stellen wir uns da auf? Was organisieren wir auch intern? Ja, welche Räumlichkeiten haben wir? Wie holen wir die Mitarbeiter ab? Kommunikation ist extrem wichtig, Aufklärung. Diese ganzen Punkte, die ich gerade versucht habe, auch im Vortrag darzustellen, dass das nicht sozusagen nur mit einem Schuss losgeht, denn viele Schritte sind im Vorfeld auch zu beachten. Alles klar. Ich würde an dieser Stelle noch einmal versuchen, an meinen Kollegen Herrn Heinroth zu übergeben. Bist du da? Bin da. Vielen Dank. Technischen Herausforderungen wurden überwunden. Vielen Dank. Haben wir noch einen Moment Zeit für weitere Fragen, Anja, oder sind wir
am Limit. Mit Blick auf die Uhr hätten wir noch 4 Minuten. Also wenn du noch auf was eingehen möchtest, sehr gerne. Ansonsten würde ich sagen, kannst du auch in die Ausleitung gehen. Gehen wir in die Ausleitung, aber weil die Frage auch kam, Sie kriegen die Präsentation zugeschickt. Nehmen Sie gerne, gerade wenn es ehrenspezifische Fragen sind, aber auch Fragen zum Impfen, wir werden die an die Kollegen weiterleiten, nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Nehmen Sie gerne direkt mit uns Kontakt auf, dann werden wir, können wir auch gerne das Gespräch direkt suchen, um individuell auf Ihre Fragen einzugehen. Wir kommen zum Ende unserer Veranstaltung. Die Fragen sind weitgehend beantwortet. Lassen Sie, wie gesagt, die Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir nehmen uns dann auch die Zeit. Die Präsentation wird, wie gesagt, verschickt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch an dieser Stelle recht herzlich im Namen vom Ehrenteam, aber auch vom Auditorium bei Dr. Fenske und Dr. Schröder für den sehr interessanten Vortrag und die Einblicke, die wir bekommen konnten, bedanken. Passen Sie bitte auf sich auf. Ich hoffe, dass ich Sie bald wieder zu einem unserer Webinare begrüßen darf. Die Rising Resilience Webinare stehen an oder sprechen Sie uns darauf an. Und Sie werden auch auf der Eventseite von eon.de regelmäßig neue Webinare finden, zu denen wir Sie dann hoffentlich weiterhin begrüßen dürfen. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen vom gesamten E.ON-Team und auch den Referenten. Danke. Wiederhören.